So, moin moin und hallo, herzlich willkommen zum nächsten Part Autobahnpolizeisimulator. Wir befinden uns hier in Anfahrt auf die nächste Unfallstelle. Ein paar Kilometerchen gewesen, jetzt sind wir aber gleich da. Und dann wollen wir mal gucken, was die Zeugen uns da für einen Bären aufbinden wollen. Vor allem bin ich mal gespannt, was weiterhin so schön gesperrt ist wie die Unfallstelle eben. Vorne ist die Unfallstelle. Und dann schauen wir mal, was da passiert ist. Ja, ist klar, mein Freund. Ist schon nicht so, dass ich hier mit Sirene langfahre. Das ist ja wahrscheinlich interessant. Nicht schade, hier scheint die Unfallstelle wieder, obwohl der hält an. Warum auch immer. Sirene können wir mal ausmachen. So, F8, F9. Jetzt vergessen wir diesmal nicht den Funkstatus. Und zwar sind wir jetzt da. Und dann schauen wir uns das mal an, was hier los ist. Also Motor. Nö, auch nicht sollte alles. F war das. So, das ist jetzt die gleiche Vorgehensweise wie eigentlich eben. Aber ich finde das ganz gut. Es steht wieder alles. Es fährt nichts weiter. Also es scheint tatsächlich mit dem letzten Patch so gekommen zu sein. Das finde ich eine super neue Patch-Neuerung. Dass hier der Verkehr eben nicht weiterfährt bei einer Unfallstelle, weil das war doch quasi lebensgefährlich. So, einmal noch die Lampe. Zack, zack. Da können wir hier schon wieder zumachen, damit uns keiner was klaut. Hier können wir auch so lange mal zumachen. Mein Kollege sitzt mal wieder wie gehabt, nicht wahr? Macht ja auch nichts. Sieht mir ähnlich aus wie der LKW von eben, nicht? Wenn ich das mal so sagen darf. Gucken, ob es wieder heißt, Fahrerflucht, das Schwein. Oh, nee, nicht neu starten. War das jetzt skizziert? Ja. So, dann skizzieren wir das noch. Danach werden wir auf jeden Fall gucken, was es mit den Verfolgungsjagden auf sich hat. Also da werden wir die nächsten Unfälle, die kommen, werden wir einfach mal gekonnt ignorieren. So, skizziert ist alles. Zack. Zack. Ist auch schön, dass wir das von links nach rechts räumen. Muss ja alles in Ordnung haben. So, schönen guten Tag. Die sind sicherlich nicht aufgewühlt. Kann ich hier ein paar Fragen stellen? Nur wissen, dass mal einer sagt, nö. Ich glaube, ich würde auch Spaß einfach sagen, nö. Es garantiert, pass auf, da kommt gleich wieder Fahrerflucht, dieser. Oder das Schwein. Hoffmann Luca. Ist das jetzt eine Frau oder ist das ein Typ? Weiß er nicht so genau, ne? Ach, dann sag mal, was ist dann passiert? Ja, war mir klar. Okay, war auch gar nicht das Schwein, war der Spinner, aber auch gut. Gut, Alkohol, Drogentest sparen wir uns jetzt mal. Gehen jetzt mal davon aus, dass das passig ist. Wenn wir den Unfall freigeben. Zack. Oh. Ich war doch eben schon Polizeiobermeister. Jetzt bin ich mit 3 Sternen auch Polizeiobermeister. Aber ich bin aufgestiegen. Yay! Bin fast schon Polizeipräsident förmlich. So. Es wurde ein Verdacht, nee. Das machen wir jetzt nicht. Wir werden uns jetzt diese Verfolgungsjagd mal angucken. Also wir werden jetzt ein paar Autos kontrollieren hier.
Weil da werden wir uns gleich den hier mal greifen. Oh, das war der falsche. Funktion, Aktion, Geschwindigkeit messen. Ja, besonders so schnell fährt er schon mal leider nicht. Das ist ärgerlich. Zentrale an Otto Moor 01. Ja, das interessiert mich jetzt nicht. Gegenstände auf der Fahrbahn wurden gesichtet. Auf der A42 in Richtung A28. Sicherheit geht vor. Räumen Sie die Gegenstände beiseite. Ja, hier nicht bei der Müllabfuhr. Ja, nee, wenn der nichts hat, dann holen wir uns den noch nicht. Das wäre jetzt vergebene Liebesmühe. Also ich würde behaupten, der fährt ohne Licht. Oh, ist nicht angeschnallt. Das ist doch schon mal was. Tabella summt 1. An Zentrale. Melden Sie sich. Ah, das soll jetzt wohl schon die Verfolgungsjagd sein. Das ist, wie gesagt, bei der hervorragenden Steuerung ist das echt genial. Weil das Fahrverhalten auch so genial ist. Die Steuerung echt genial ist. Ist das super toll, da eine Verfolgungsjagd zu machen. Und wo kommt er jetzt? Kamera nicht schnell genug gedreht kriegte. Es ist immer nicht so schön, wenn ich ihn dann gerade echt erreicht habe, dann kommt auch wieder eine Kurve und da kann ich wieder nicht so schnell durch. Wegen der extrem genialen Steuerung. Also ich hoffe, dass diese Verfolgungsjagden nicht allzu oft vorkommen. Ja, ich weiß ja nicht, wie das jetzt funktionieren soll, aber... Zentrale an Cabella 02. Eingeschüchtert. Achso. Fahren Sie zur Wache Wald. Ah Gott! Norbert Mohr 2. An Zentral. Einsatz beendet. Zu viel Chaos, das ist doch nicht deren Ernst. Wie willst du das denn bitte machen? Also das finde ich Mist, ganz im Ernst. Also schade, dass jetzt bei dem Fail auch dabei war, aber das ist ganz im Ernst, ist das Mist. Weil den kannst du gar nicht anders stoppen, also... Das ist sau bekloppt gemacht, ganz im Ernst. Zentrale an Otto Moor 01. Vorsicht, Behinderung des Verkehrs durch einen Unfall mit Sachschaden auf der A42 absolut nicht. In Richtung A28. Absolut nehmen Sie null. Den Sachschaden auf und sorgen Sie für Sicherheit. Mach den scheiß Funksprung weg. Stop.
interessiert mich null. So, den haben wir doch mal gern gestoppt. Zentrale an Cabella Sumpf 02, fahren Sie zur Wache Moor. Den haben wir doch mal ganz gechillt. Ah ja. Nicht die Tür aufmachen. Alter, hup noch einmal und ich schieße. Norbert Moor 2, an Zentrale. Komme zur Wache. So, hätte das nicht jetzt einmal in die andere Richtung. Okay, egal. Wir können sowieso am Ende, dann drehen wir dann wieder um. Aber wenn wir hier runterfahren, bringen wir es auf die andere Autobahn. Das heißt, wir können auch hier und dann auf die 3 runterfahren. Das müsste auch gehen. So, die 32 lang oder die 28 lang? Die 32 lang und dann bei der 3 ungefähr runter. Müssen wir auch zur Polizei auch kommen. Norbert Moore 2, an Zentrale. Melden Sie sich. Auch 2, an Zentrale, melden Sie sich. Wir müssen nur gucken, dass wir irgendwo dann gleich rechts runterkommen. So nicht, Freundchen, nicht mit mir. Cabella Sumpf 2, an Zentrale, Einsatz beendet. Rechts oder links? Ja, rechts. Würde ich behaupten. Also wird dann wahrscheinlich sowieso gleich wieder ein Zielauswahlpunkt kommen. Zentrale an Cabella Sumpf 02. Melden Sie sich. So, zack. Und dann hier. Ja. Und dann sind wir am Stütz. Zentrale an Cabella Sumpf 01. Melden Sie sich. So, komm mit, du kleine Verbrecherin. Warum ist sie jetzt geflüchtet? Nichts Genaues weiß man nicht. So, wir werden diese Schicht aber auch direkt beenden. Nicht, dass nochmal eine Verfolgungsjagd, obwohl die Verfolgungsjagd wird jetzt wahrscheinlich immer mal wiederkommen. Fürchte ich. Aber, können wir das hier mit Escape machen? Nee. Muss ich echt das wieder einsteigen? Zentrale an Otter Moor 01. Es wurde gemeldet, dass Objekte auf der Fahrbahn sind. A32 in Richtung A42. Entfernen Sie die Objekte. Da kommt der Knatter wieder eben hin.
jetzt war. Die A28 lang und rechts auf die 32, das ist ja allgemein bekannt. Der Strecke passiert öfter mal was. Möchte ich fast als Unfallschwerpunkt bezeichnen. Zentrale an Norbert Mohr 02. Melden Sie sich. Zentrale an Norbert Mohr 01. Melden Sie sich. So, Funkstatus. Einmal die 8. Und dann geht's raus. Ja, toll. So, jetzt habe ich die Blühenden im Kollegen. Bierkästen. Hallo? Vor Schreck wieder auf den Desktop gerutscht. Aufnahme geht trotzdem weiter, hoffe ich. Da, also, da. Da war ich jetzt gerade ein bisschen klein, ein bisschen perplex. Dass der mich der allen Ernstes auf dem Standstreifen überholt. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Schön wäre es noch gewesen, sie haben zu viel Chaos angerichtet, ihre Schicht ist beendet. Das hatte ich nämlich schon mal. Ihr erwähnt ihr das in einem Part schon mal, das war auch. Wieso komme ich denn immer auf den scheiß zweiten Monitor? Bin da schon mal bei einer Schicht vor dem Patch, aber das noch nicht so besonders gut abgesperrt. Da bin ich überfahren worden und da wurde meine Schicht wegen Chaos anrichten von mir echt beendet. Das ist immer fürchterlich, wenn man auf dem zweiten Monitor. Zum Glück bricht die Aufnahme ab. Es gibt auch Spiele, da bricht die Aufnahme dann ab, sobald ich da auf den zweiten Monitor switche. Das ist hier zum Glück nicht der Fall, sonst wäre ich schon verzweifelt. Weil in der Regel kann man solche Aufnahmen dann auch nicht mehr retten, wenn das so bei Bandicam, so wenn er einmal rausfliegt, kann man diese Aufnahmen in der Regel vergessen. Ja, das war's, glaube ich. Dann rein. Ja. Passt. Nee, nicht die.
einfach einsteigen. So, jetzt wird aber Schichtende beantragt. Norbert Mohr, 1, an Zentrale. Komme zur Wache. So, ich fahre jetzt zur Wache zurück, beende diesen Part hier für heute aber schon mal. Ich sage wie immer, schönen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen hoch da. Und wir werden uns dann auf jeden Fall im nächsten Part vom Autobahnpolizeisimulator wiedersehen. Mal gucken, was wir dann für Aufgaben haben. Schönen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal reinhauen. Tschüss.